Deutsche betrachten Schweden oft mit großem Idealismus, sei es in Bezug auf die Digitalisierung, Bildung oder das idyllische Bilderbü-Image des skandinavischen Landes. Doch in letzter Zeit beherrscht die zunehmende Gewalt die Schlagzeilen in Schweden. Dieses Problem ist nicht neu und betrifft insbesondere große Städte wie Stockholm, Malmö, Göteborg und ihre Vororte sowie darüber hinaus. Vor allem im Raum Stockholm kommt es in jüngerer Zeit immer wieder zu Gewaltverbrechen und Bandenkriminalität. Auch Unschuldige werden leider regelmäßig zu Opfern. In diesem Video sehen wir uns daher an, wie es zu diesem Zustand in Schweden kommen konnte und wie gefährlich die Situation wirklich ist. Die offizielle Kriminalitätsstatistik in Schweden wird von BRA, dem Zentrum für das Wissen über Verbrechen und Maßnahmen dagegen, geführt. Viele der hier verwendeten Zahlen stammen aus dem Bericht für das Jahr 2020. Zunächst die wichtigsten Zusammenfassungen. Die Kriminalität in Schweden ist signifikant rückläufig. Zum Beispiel ist die Anzahl von Handgranatendetonationen von 2016 bis 2018 um die Hälfte gesunken. Einbrüche und Autodiebstähle sind im Vergleich zu 2000 deutlich zurückgegangen. Jahr für Jahr zeigen die Zahlen einen Abwärtstrend. Jedoch könnte jemand einwenden und das Gegenteil behaupten. Schweden wird immer gefährlicher. Im Jahr 2020 wurden schließlich 1.570.000 Straftaten gemeldet. Und das bei einer Bevölkerung von 10 Millionen Menschen. Das ist eine hohe Zahl und weit über den Zahlen der 70er, 80er und 90er Jahre. Oder man betrachtet einfach die stetig steigenden Zahlen bei Vergewaltigungen oder tödlichen Schießereien. In letzterer Kategorie steht Schweden innerhalb Europas an der traurigen Spitze. Kriminalitätsstatistiken sind jedoch ein sensibles Thema. Sie sind anfällig für Fehlinterpretationen und so komplex, dass jeder die Aspekte herausgreifen kann, die ihm gerade passen. Rechtspopulisten finden den Beweis, dass Migranten mehr Verbrechen begehen. Linkspopulisten argumentieren, dass die Polizei zunehmend versagt. Warner behaupten, dass Schweden immer unsicherer wird, während Beschwichtiger behaupten, dass Schweden sicherer ist. Welche Ursachen führen nun aber zu diesen erhöhten Kriminalitätsraten? Der schwedische Beirat für Kriminalitätsverhütung betont auch die Bedeutung sozioökonomischer Ursachen. Viele der Beteiligten sind in Schweden geboren und aufgewachsen, oft schlecht integriert und stecken in einem Teufelskreis aus Armut, Bildungsversagen und Arbeitslosigkeit fest. Sie haben keine Perspektive für sich selbst und schöpfen kaum Hoffnung. Schweden hat jahrzehntelang eine der liberalsten Einwanderungspolitiken in Europa verfolgt. Kritische Diskussionen wurden abgelehnt. Wer auf die Probleme hinwies, wurde geächtet und schnell als rechts dargestellt. Experten kritisieren, dass so wenig Geld in Bildung und Sozialleistungen investiert wurde, was dazu geführt hat, dass sich Ghettos und oft muslimische Parallelgesellschaften gebildet haben. Der Einstieg in kriminelle Milieus ähnelt eher einer Sozialisierung als einer Rekrutierung. Sozialverbände kritisieren, dass wenn ihnen Arbeit gegeben und ihnen Schwedisch beigebracht worden wäre, sie sich besser in die Gesellschaft integrieren hätten können. Die Polizei scheint auf der anderen Seite die Kontrolle über die Situation verloren zu haben. Seit 2015 ist die Erfolgsquote bei der Aufklärung tödlicher Angriffe stark gesunken. Und im Jahr 2022 führte nur jede vierte Tat zu einer Verurteilung. Die Polizei hat landesweit etwa 60 gefährdete Gebiete identifiziert, in denen Rettungsdienste oft nur unter dem Schutz der Polizei arbeiten können, da sie selbst während Notfalleinsätzen angegriffen werden. Die Regierung plant nun mehr zu unternehmen, so wie sie es eigentlich schon seit Jahren tut. Der konservative Ministerpräsident Ulf Kristersson hat die Gewalttaten der letzten Wochen verurteilt. Nun hat er zusammen mit seinen Regierungsparteien und den rechtspopulistischen Schwedendemokraten einen Plan vorgelegt, der strenge Strafen für Bandenkriminelle vorsieht. Straftäter sollen inhaftiert und Personen ohne schwedische Staatsbürgerschaft abgeschoben werden. Dies dient als Druckmittel, um die Unterstützung der rechten Schwedendemokraten für die Regierungspartei zu gewinnen. Trotz der angespannten Situation bleibt die Kriminalitätsrate in Schweden nach wie vor eine der niedrigsten weltweit. In einigen Bereichen wie Mord durch häusliche Gewalt, Hasskriminalität und tödliche, spontane Schlägereien gehen die Zahlen sogar zurück. Dennoch hat das Land ein Problem. Schießereien und Angriffe mit Sprengstoff in den Städten sind mittlerweile zur alltäglichen Realität in Schweden geworden. Von der idyllischen Bilderbü-Atmosphäre kann keine Rede mehr sein. Wenn du jetzt noch wissen möchtest, wie die deutsche Wiedervereinigung die Welt verändert hat, dann klick auf dieses Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.